Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Zwickauer Schlossweihnacht kommt heimelig und sportlich daher. ZEV schenkt nach nervenaufreibendem FSV-Spiel Glühwein aus und 17. Adventslauf am Schwanenteich. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Montag. Neben dem großen traditionellen Weihnachtsmarkt gibt es in Zwickau seit nunmehr 8 Jahren die Zwickauer Schlossweihnacht. Veranstalter Kraus Event setzt hier auf Familienfreundlichkeit. Mit viel Liebe zum Detail lädt das Areal von Schloss Osterstein an den Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag zum Verweilen ein. Wir haben uns am vergangenen Freitag einmal dort umgeschaut. Bereits beim Betreten der Zwickauer Schlossweihnacht war die weihnachtliche Atmosphäre zu spüren. Im Schlosshof war dann vor allem für das leibliche Wohl gesorgt. Von süß bis deftig, von Glühwein bis Kinderpunsch. Hier kam jeder auf seine Kosten. Und auch stimmungsmäßig ging hier schon mal richtig die Post ab. Im Innenhof von Schloss Osterstein auch in diesem Jahr wieder mit dabei, Enrico Klettke, der sich der Holzbearbeitung verschrieben hat und der gerne zur Schlossweihnacht kommt. Ja, ich bin nun schon eine ganze Weile Schnitzer und Bildhauer und habe auch ganz viele Weihnachtsmärkte erlebt. Aber einer der schönsten hier in der Region ist der in Zwickau, hier auf Schloss Osterstein. Weil hier gibt es ganz viel Ambiente. Es geht nicht nur darum, einfach nur zu verkaufen, sondern hier soll weihnachtliche Stimmung erzeugt werden. Und man braucht so bloß mal rumschauen, wenn ich aus meiner Hütte schaue und die Leute schaue, das ist ein ganz anderes Ambiente als das, was man sonst gewohnt ist von den riesigen Weihnachtsmärkten. Die Leute interessieren sich für ihre Dinge und was ist das Besondere, das Spezielle, was sie fertigen? Ja, ich schnitze nicht die klassischen Sachen, wie sie jetzt alle schnitzen. Also Bergleute findet man bei mir ganz wenige. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Märchen. Also ihr seht schon, ich bin ein bisschen kostümiert als kleiner Waldschratt. Und ja, meine Motive, man sieht es ja, die haben alle so ein kleines Augenzwinkern. Und die heben sich halt ab von den einerlei an Deko, die es jetzt mittlerweile zu Weihnachten gibt. Und das wird von den Kunden gut angenommen. Weihnachten ist das eine. Das ist ja im Januar vorbei. Was machen Sie den Rest des Jahres? Ja, ganz ähnliche Sachen, nur dass die Sachen etwas größer werden. Also ich bin sehr viel mit der Kettensäge unterwegs und mache Großfiguren. Wie Sie auch vor meiner Hütte sehen, die große Hexe. Und ja, breit aufgestellt. Vom Schnitzkurs über Handschnitzerei bis zu ganz großen Sachen. Selbst im Showbereich bin ich unterwegs und mache auf der Bühne Schnitzvorführungen mit der Kettensäge. Das nennt sich dann Speed Carving, wo man innerhalb von wenigen Minuten eine Figur aus einem Holzstamm schnitzt. Wer mehr über den Künstler wissen möchte, unter der eingeblendeten Adresse wird man fündig. Neben traditionellen Dingen wie dem Märchenkino und dem kleinen Kinderkarussell gab es in diesem Jahr eine Neuerung, die vor allem die Kinder gerne annahmen. Die Rodelbahn. Nach etwas Überredungskunst ließ es sich auch der Weihnachtsmann nicht nehmen, einmal den Rodelhang hinunterzuschlittern. Hallo, ich bin der Weihnachtsmann, ich reise ran! Auch Familie Walter fand, dass die Schlossweihnacht einen ganz besonderen Charme hat. Ach, warum gefällt es uns so? Es ist ja die Atmosphäre. Es ist so schön angerichtet, so liebevoll alles angerichtet. Und es wird wirklich auf die Details so richtig Wert gelegt. Also es ist richtig auch schön für die Kinder mit angerichtet. Es sind überall die Feuer und es einfach ist einfach schön. Also es ist eine heimliche Atmosphäre. Genau, ne? Genau. Und wie findest du das? Auch schön. Was gefällt dir hier besonders? Weiß nicht. Die Rodelbahn. Vielen der Besucher der Zwickauer Schlossweihnacht sind die Alpakas von Heiko Fischer aus Frohburg in den letzten Jahren ans Herz gewachsen. Die Tiere fühlen sich bei den derzeitig winterlichen Temperaturen so richtig wohl. Die zahmen Vierbeiner aus den Anden freuen sich über jede Streicheleinheit. Und was man alles aus ihrer Wolle machen kann, können sich die Besucher der Schlossweihnacht gerne einmal ansehen.
Seit Jahren von vielen Gästen der Schlossweihnacht gerne besucht, ist das Tipi-Zelt. Egal wie das Wetter draußen ist, hier sitzt man warm und geschützt. Wurden bis letztes Jahr hier nur Getränke ausgeschenkt, gibt es seit diesem Jahr auch ein Speisenangebot. Dafür zeichnet das Forsthaus Reinsdorf verantwortlich. Serviert werden hier geschmorte Ochsenbacken mit Rotkohl und Klößen sowie Cremesuppe mit Muskatkürbis. Und wie das schmeckt, das bestätigten uns die Gäste. Schmeckt fantastisch, schmeckt wirklich gut, aber das ist man gewöhnt vom Forsthaus hier in diesen Reihen. Und Sie fühlen sich hier wohl auf der Schlossweihnacht? Wir fühlen uns, in Sachsen sagt man sauwohl. Ja doch, wir fahren jedes Jahr hierher und haben heute erstmalig unsere Freunde mitgebracht und die sind auch begeistert. Also wir fahren ganz sehr gerne her. Wer in Familie oder mit Arbeitskollegen noch etwas enger zusammenrücken möchte, auch dafür gibt es Möglichkeiten auf der Schlossweihnacht. Publikumsmagnet ist in diesem Jahr neben der großen Hofstube die Silberkammer. Hier gibt es Schwibbögen und die verschiedensten weihnachtlichen Accessoires, die man auch mit nach Hause nehmen kann. Für die Herstellung zeichnet das Pulverlackierzentrum Zwickau auf der Grimmitschauer Straße 47 verantwortlich. Bekanntheit erlangte das Unternehmen unter anderem mit der Schenkung eines Schwibbogens aus ihrer Produktion an den Schaustellerverband Berlin e.V. Gemeinsam mit dem Betreiber der Schlossweihnacht wurde nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 ein Zeichen gesetzt. Mit Kraus Event verbindet das Unternehmen eine langjährige Zusammenarbeit. Also wir sind ja schon jahrelang mit Kraus Event zusammen in Verbindung, was die eigentlichen Außenschwibbögen angeht. Wir haben seit 3-4 Jahren sie immer hier stehen als Vorstellmodelle und wollten aber dieses Jahr das erste Mal auch persönlich als Firma auftreten, dass wir uns einfach präsentieren, dass wir die Bindung zu den Kunden mehr haben, was uns, denke ich, auch recht gut gelingt. Wir haben wahnsinnig viel mehr Artikel dazu aufgenommen, was alles im Holzbereich ist, was man hier im Hintergrund sieht und haben gesagt, wir werden dieses Jahr das erste Mal uns, sage ich mal, live auch auf der Schlossweihnacht selber präsentieren, um für die Kunden auch als Ansprechpartner live vor Ort zu sein. Sie haben sich nur auf Weihnachten spezialisiert oder wie muss man das vorstellen? Nein, also wir sind ja eigentlich ein Pulverbeschichtungsbetrieb, die natürlich auch große Balkonbrüstungen und andere große Sachen macht. Haben uns dann vor 5 Jahren, mein Bruder und ich, darauf geeinigt zu sagen, wir eröffnen einen Online-Shop mit großen Außenschwibbögen und sind eigentlich im Verlauf der Jahre immer mehr gewachsen. Hinweg übers Holz. Also es ist einfach schön, ein Familienunternehmen so wachsen zu sehen, mit live dabei zu sein. Also ich selber könnte mir auch keinen anderen Beruf vorstellen. Also ich bin stolz drauf, wirklich. Wer Sie sucht, wo findet er Sie? Auf der Grimmitschauer Straße 47, das Pulverlackierzentrum. Draußen, wenn man vorbeifährt, sieht man auch schon 2 große Außenspülbögen. Jederzeit gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auf jeden Besuch. Am Ende unseres Rundgangs trafen wir dann im Außenbereich von Schloss Osterstein auf richtig gut gelaunte Zeitgenossen, die auch gleich mal ein Weihnachtslied anstimmten. Vorab hatten sie ihre Fähigkeiten beim Eisstockschießen unter Beweis gestellt. Unser Fazit: Auf der Schlossweihnacht 2017 kommt sicher jeder auf seine Kosten. Vom Verweilen an der Feuerschale oder beim Stockbrotbacken über leckere Speisen und Getränke bis hin zu sportlichen Aktivitäten ist für alle etwas dabei. Aber sputen müssen Sie sich schon, wenn Sie die Schlossweihnacht besuchen möchten. Am kommenden Wochenende ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Am Wochenende vor Heiligabend öffnet die Schlossweihnacht bereits am Donnerstag. Der 23. Dezember, der Samstag vor dem Fest, ist dann der letzte Veranstaltungstag. Mehr Informationen finden Sie auch auf der Internetseite unter www.zwickauer-schlossweihnacht.de. Mittlerweile ist es eine schöne Tradition geworden, dass die Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung in der Vorweihnachtszeit Glühwein auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt ausschenken.
Auch in diesem Jahr war Volker Schneider gemeinsam mit André Hentschel wieder am Nürnberger Lebkuchenstand von Hans-Dieter Reposione, genau gegenüber dem Zwickauer Rathaus vor Ort. Zweifellos stand Volker Schneider mit der Zwickauer Energieversorgung, Hauptsponsor des FSV Zwickau, noch ganz unter dem Eindruck der eben abgepfiffenen Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC im heimischen Stadion, die 1:1 unentschieden endete. In einem nervenaufreibenden Spiel hagelte es nicht nur gelbe Karten, unsere Jungs spielten am Ende in Unterzahl nach 2 gelb-roten Karten für den FSV. Wie ging es Volker Schneider nach dieser Partie? Ja gut, Sieg wäre schön gewesen. Insgesamt bin ich dann unentschieden froh, am Schluss nur noch mit 9 Leuten. Ich denke, entscheidend war dieser Platzverweis gegen Gabuszewski. Bis dahin hatte der FSV Zwickau das Spiel im Griff und ein bisschen schade. Jetzt müssen 3 Punkte gegen Chemnitz her. Ne? Dann drücken wir unseren Jungs die Daumen. Sie sind ja heute wieder mit dabei, ja, hier am Glühweinstand und machen eine Aktion ZEV schon Glühwein aus. Was gibt es heute dazu? Ja, heute gibt es erstmal das, was man mit dieser Form ausstechen kann. Haben wir schon Muster beigefügt, auch mit Rezept. Das sind Dinkel-Vollkornkekse. Sollen recht gut schmecken, darf ich Ihnen auch mal mitgeben. Und ja, ich hoffe, dass die Leute es auch nutzen. Mit 2 Glühwein bekommt man das geschenkt. Was würden Sie Ihren Kunden, unseren Zuschauern für den Rest des Jahres wünschen? Ja, also ich bin erstmal froh, dass wir mal ein bisschen Winter haben, dass es mal ein bisschen kalt ist. Das gehört eigentlich auch dazu für den Weihnachtsmarkt. Ist schöner, wie wenn man dann bei 10 Grad, 15 Grad Glühwein trinken muss. Ja, friedvolle und gesegnete Weihnachten und ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit natürlich. Und natürlich alles Gute für das neue Jahr. Von Anfang an ist Hans-Dieter Reposione mit seinem originalen Nürnberger Lebkuchenstand auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt mit dabei. Stellt sich die Frage, was es Altbewährtes und Neues in diesem Jahr gibt. Ja, altbewährt sind wir wie immer dabei mit unseren Nürnberger Lebkuchen, Elisenlebkuchen, Obladenlebkuchen, auch unsere Früchtebrote sind ja sehr begehrt zurzeit wieder. Kokosmakronen haben wir vom neuen Händler, der ist ganz besonders gut geworden, oder die sind ganz besonders gut geworden. Getränkemäßig haben wir das altbewährte, das klassischen Glühwein, wir haben unseren Heidelbeer, wir haben unseren Kirsch, unsere österreichischen Punschsorten gehen sehr gut. Und last but not least unser Whisky-Punsch, unser straffster im Angebot hier mit 13 Volumenprozent. Lord Calvert ist eine wunderbare Mischung aus Orangensaft und schottischem Whisky. Und der ist im Moment sehr heiß begehrt, weil es kalt genug ist. Und da macht es richtig warm, zumindest kurze Zeit. Sie sind ja ein Mann, der viel in der Republik herumkommt, auch andere Weihnachtsmärkte kennt. Was meinen Sie? Zwickau bewirbt sich ja in diesem Jahr, um den einen der schönsten Weihnachtsmärkte zu sein. Haben Sie berechtigte Chancen, die Zwickauer? Auf jeden Fall. Ich stamme ja aus Nürnberg und der Nürnberger Christkindlmarkt ist sehr bekannt. Ich persönlich bin immer wieder ein bisschen enttäuscht, wenn ich mal drauf komme, weil da nicht so schöne Angebote sind. Es ist hier homogener, die ganze Geschichte. Und die Entwicklung der letzten 6-7 Jahre hier in Zwickau, die war fantastisch. Und Sie sehen ja, wie viele Besucher auf dem Markt sind. Das spricht für sich. Und deswegen ist auch ganz klar Zwickau in den Top 10, wie auch die letzten Jahre für mich. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Also noch genug Zeit, die eine oder andere Köstlichkeit zu probieren. Werbung. Die Mauritius-Kronkorken-Aktion. Jetzt mitmachen und sich den Zwickauer Stadtschreiber holen. Die Sonderedition zum 900. Stadtjubiläum. 100 Winterbier-Kronkorken sammeln und gegen das 12. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat.
Herzlich willkommen in der Alten Münze, im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Ob Weihnachtsfeier, Geburtstag, Taufe oder Jugendweihe Ihrer Kinder, bei uns sind Sie genau richtig. Auch Ihre Hochzeit machen wir zu einem unvergesslichen Tag. Und für die Übernachtung steht das angeschlossene Hotel bereit. Besuchen Sie jetzt auch unser Weihnachtsdorf gleich hinter der Alten Münze im Domgarten. Verweilen Sie bei selbstgemachtem Glühwein und Kesselgulasch und genießen Sie die Vorweihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben. Es weihnachtet in den Priesterhäusern Zwickau. Bis 7. Januar können Sie in der Weihnachtsausstellung eintauchen in die unerschöpfliche Welt des historischen Blechspielzeugs. Erfahren Sie, welche Spielzeuge die Kinder ab 1900 glücklich gemacht haben. Autos, Eisenbahnen, Motorräder, Flugzeuge und Dampfmaschinen werden auch Ihre Herzen höher schlagen lassen. Die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern Zwickau. Noch bis 7. Januar. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager, Tierbändiger, Taktbestimmer, Wellenbezwinger oder einfach Unabhängiger. Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ich gehe gerne in den Sportpark, weil ich fit bleiben will und beweglich bis ins hohe Alter. Nicht nur bis ins Alter, sondern bis ins hohe Alter. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem 3. Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Hartwig Ebersbach. Time. Die Max-Pechstein-Preisträger-Ausstellung. Bis 18. Februar, Kunstsammlung in Zwickau. Im Mülsner Ortsteil Turm ist am Sonntagabend ein Auto im Mülsenbach gelandet. Der Fahrer versuchte mehrmals seiner misslichen Lage zu entkommen, was ihm aber nicht gelang. Die Polizei veranlasste einen Alkoholtest. Am Ende pustete der Mann einen Wert von 1,76 Promille.
Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Nach über 15 Monaten Bauzeit wird die Begerstraße im vogtländischen Auerbach morgen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. In diesem Bereich musste die alte Brücke abgerissen werden, die beim Hochwasser 2013 beschädigt wurde. Gleichzeitig wurde ein neues Bauwerk errichtet. Das Vorhaben hat insgesamt 1,2 Millionen Euro gekostet. Landrat Rolf Keil eröffnet die Straße morgen Nachmittag 14 Uhr. Die Zwickauer Wirtschaftsförderung hat die letzte Ausgabe des Zwickauer Wirtschaftsbriefs für dieses Jahr veröffentlicht. Darin geht es unter anderem auch um das bevorstehende Stadtjubiläum und das geplante und ausschließlich von Unternehmen finanzierte Wasser- und Lichtspiel auf dem westlichen Hauptmarkt. Auch die Schwanenstadt, ein geplanter Spielplatz am Schwanenteich, wird in dem Brief erwähnt. Die Publikation erscheint mehrmals pro Jahr und richtet sich vorrangig an Unternehmer. Die Wasserballer des SV 04 Zwickau haben bei der SG Schöneberg einen 12:10 Auswärtserfolg erzielt. Die Mannschaft von Trainer Jörg Wüstner ging sehr konzentriert in die Begegnung, da Berlin kein leichter Gegner werden würde. Die Hauptstädter waren seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen. Doch mit dem Besucher aus der Muldestadt ist diese Serie nun zu Ende. Tief steht die Sonne über dem Schwanenteich, so kurz vor der Wintersonnenwende. Bis auf einige kräftige Windböen war das Wetter ideal für die Organisatoren und die etwa 500 Teilnehmer des 17. Zwickauer Adventslaufes. Von den Bambinis, bei denen es darauf ankam, die 400 Meter erfolgreich zu absolvieren, reichte die Palette bis zum Hauptlauf über 10 Kilometer. Das sind immerhin 6 komplette Runden um den Schwanenteich. Neben dem gastgebenden SV Vorwärts Zwickau waren auch wieder zahlreiche Laufbegeisterte aus nah und fern angereist, so aus Leipzig oder aus Hof in Oberfranken. Aber auch viele Teilnehmer aus dem Vogtland, so aus Lengenfeld, Treuen, Plauen oder Greiz, waren an den Schwanenteich gekommen. Und neben den vielen sozusagen normalen Läufern gab es auch wieder einige wirklich bemerkenswerte Teilnehmer. Wie Holm Staude, ehemaliger Triathlet, der nach einer Unterschenkelamputation die 900 Meter mit 2G-Hilfen absolvierte. Oder Klaus Gipser aus Greiz, der die 5 Kilometer absolvierte, wohlgemerkt im Alter von 81 Jahren. Respekt! In diesem Lauf war zu Beginn auch Jakob König vom gastgebenden Verein ganz vorn, konnte aber das Tempo an der Seite des späteren Siegers Tom Förster von der LG Vogtland nicht halten. Er wurde am Ende Vierter hinter seinem Vereinskameraden Mirko Nözold und Daniel Müller von der LV-Einheit Greiz. Entsprechend natürlich seine Stimmung, aber was soll's. Der Hauptlauf über 10 Kilometer war dann auch der mit den meisten Teilnehmern. 206 Läufer und Läuferinnen nahmen die 6 Runden in Angriff. Recht schnell zog der spätere Sieger Mike Wilbrandt von der DHFK Leipzig dem Feld davon. Im Hauptfeld selbst gab es auch viele, die das Ganze eher locker sahen, denen das Laufen einfach nur Spaß macht. Zu sehen unter anderem bei Fabrice Gaida vom Fast Zweiradhaus e.V. mit der 509, der gleich mal seinen Hund mitgebracht hatte. Angefeuert natürlich standesgemäß, nicht mit Rassel oder Glocke, sondern mit einem alten Fahrradrahmen. Mike Wilbrandt und der zweite Erik Temper von der LG Vogtland überrundeten inzwischen das Hauptfeld. Am Ende blieb die Uhr für den Sieger bei 33 Minuten 43 Sekunden stehen und für den zweiten bei 36 Minuten 14. Die Frauen zeigten hier Vogtland Power pur. Es siegte Jana Richter aus Plauen mit einer Zeit von 42 Minuten und 21 Sekunden vor Caroline Schmidt aus Grünbach und Susanne Weigert von der LG Vogtland. Zum Vergleich, der Schluss des Feldes lief bei einer Stunde und 10 Minuten über die Ziellinie. Doch das ist ja nicht das Entscheidende. Für die meisten ist es der Spaß am gemeinsamen Laufen. Und den werden sie sicher auch bei vielen Silvester- und Neujahrsläufen wieder haben. Die Eispiraten Krimitschau konnten ihre Serie von 6 sieglosen Spielen am Sonntag beenden. Nach der 5:8 Heimniederlage am Freitag gab es 2 Tage später gegen die Wölfe Freiburg einen 4:2 Auswärtserfolg. Dadurch rückt Krimitschau in der Tabelle auf Rang 7 vor. Am kommenden Freitag treten die Eispiraten zu Hause gegen die Tölzer Löwen an. Werbung.
Adventsshopping am Sonntag in Zwickau. Bummeln Sie am 1. und 3. Advent durch die Geschäfte und lassen Sie sich von der vorweihnachtlichen Atmosphäre der Zwickauer Innenstadt beim Geschenkeshoppen inspirieren. Schauen Sie vorbei zu den verkaufsoffenen Sonntagen am 3. und am 17. Dezember. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart Home Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Nacht der Nächte. Die Silvesterparty in Westsachsen. Disco Dice. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Meine Sparkasse spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. Meine Sparkasse sorgt für leuchtende Kinderaugen. Meine Sparkasse ist stets an unserer Seite, wenn wir hoch hinaus wollen. Meine Sparkasse engagiert sich für die Region und unterstützt aktiv Kunst, Kultur, Soziales und Sport. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Schaustellerbetrieb Fretschner. Von süß bis herzhaft. So schmeckt die Vorweihnachtszeit in Westsachsen. Am Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Gelegentlich kann es etwas regnen. Bei Werten zwischen 3 und 5 Grad weht ein frischer Südwestwind mit stürmischen Böen. Die Woche verläuft recht wechselhaft. Am Mittwoch und Freitag ist es freundlich, am Donnerstag dann regnerisch. Die Temperaturen bleiben im Plusbereich und erreichen 3 bis 6 Grad. Noch 2 Arbeitswochen, dann ist Weihnachten. Und selbst diese Arbeitswoche besteht nur noch aus 4 Tagen. Denn das war die Montagsausgabe Ihres Abendmagazins tagaktuell bei TV Westsachsen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Ausgabe tagaktuell. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Werbung.